Hallo, in diesem Video erzähle ich dir, warum es Sinn macht, auf beide Seiten möglichst ausgeglichen zu arbeiten. Mein Name ist Mona, auf unserem Kanal findest du wöchentliche Tutorials und Wissenswertes zum Thema Pole Dance. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere gleich den Kanal und aktiviere das Glöckchen. Klar, jeder hat eine Schokoseite. Auch im alltäglichen Leben funktionieren auf der einen Seite Sachen besser als auf der anderen. Wissen wir. Aber wenn wir unseren Lieblingssport, nämlich Pole Dance, machen, wollen wir nicht, dass eine Seite dominiert. Warum? Es kann zu muskulären Disbalancen führen, ja, das Verletzungsrisiko erhöhen. Der Vorteil, wenn du beide Seiten gut beherrschst, ist der, du hast wesentlich mehr Kombinationsmöglichkeiten. Du kannst von links auf rechts, von rechts auf links. Und es ist dir völlig egal, es funktioniert alles einfach gut und du bist viel, viel freier in deinen Kombinationsmöglichkeiten. Wie toll ist das denn? Um auf beiden Seiten gleich gut zu werden, ist es meiner Ansicht nach von Vorteil, du startest auf eine Seite etwas Neues zu lernen, Step by Step. Aber nicht den vollen Weg durch, sondern nur ein paar Schritte. Und dann machst du genau das Gleiche auf der anderen Seite. Wiederholst, wiederholst, wiederholst und gehst da dann jeweils immer um ein Stück weiter. Erfahrungsgemäß glaube ich oder bin ich der Meinung, dass das den größtmöglichen Erfolg bringt, wirklich auf beide Seiten gleich gut zu werden. Natürlich dauert das die doppelte Zeit, aber es macht definitiv Sinn. Gut, jetzt ist es bei einigen wahrscheinlich doch auch schon so, dass eine Seite dominiert und wirklich kräftiger und stärker und flexibler ist als die andere. Macht gar nichts. Du kannst das ausgleichen. Du kannst auch jetzt noch, wenn du schon eine stärkere Seite hast, die andere Seite noch immer aufbauen. Und du wirst merken, dass das wesentlich schneller funktioniert als auf der anderen Seite, wo du es dir neu erlernen musstest. Versuch auch zu vergleichen. Wenn auf die eine Seite etwas besonders gut funktioniert, versuch herauszufiltern, was du auf der einen Seite wie machst und wo auf der anderen Seite das Defizit liegt. So kannst du am besten schauen, dass die andere Seite gleich gut wird wie die eine. Andere eine, gut, schlecht. Gut, schlecht gibt's nicht. Stell dir mal vor, jemand möchte dir einen Trick zeigen. Frag dich, okay, welche Seite möchtest du sehen? Und du sagst drauf, egal, ich mach beide. Wie cool ist das denn? Wie machst du das mit deiner anderen Seite? Wie kommst du auf das gleiche Ergebnis? Schreib es in den Kommentaren. Wenn dir unser Video gefällt, gib uns ein Like, teile es mit deinen Freunden, schreibe einen Kommentar, abonniere den Kanal, vergiss nicht das Glöckchen zu aktivieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön! Bussi Baba!